Schönen guten Tag, hier ist wieder euer Yoshi Gaming und zurück mit einem neuen Part von Landwirtschaftssimulator 2013. Im letzten Part hatten wir ja die Silos angefangen zu leeren und heute setzen wir dies fort. Die Silos will ich in diesem Part entleeren und ich würde sagen, wir gehen direkt zur Sache. Der Trecker steht schon hier, dann fahren wir gleich mal los. Wenn der Trecker will. Und er ist wesentlich schneller als der Akku hier will. Und er hebt auch wortwörtlich ab. Ganz klar, dieser Trecker hat's in sich. Ja, schöne Blinker setzen hier, ne? Könnt ihr übersehen werden beim Abbiegen. Wie von dem, wo da den Leuten da gerade entgegenkamen. Ich finde nur, der Trecker ist etwas klein und der Hänger so gefühlter Panzer gegenüber dem Traktor. Egal. Ich werde auf jeden Fall heute die Silos entleeren. Habe jetzt gerade noch den Allradantrieb aktiviert, dass es hier über die Hügel wesentlich einfacher geht. Und ja. Und ich gucke, was ich noch sonst in diesen Part noch einbringen könnte. Wow. Na komm, 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 komm. Dieser Kram, der kann mich mal. Dieser Eicher mit Allradantrieb geht ab wie eine Rakete, hatte ich das Gefühl. Nur im Rückwärtsgang, da lässt er ein bisschen nach. Was mache ich denn da? So. So. Nehmen wir das noch rückwärts ran. Wenn er Gas gibt. So. Geben wir Vollgas zurück und nehmen uns das nächste Silo. Das, was ich jetzt gerade entleert habe, war Silo Nummer 3. Die nächsten Folgen. So, jetzt wieder hier schön hoch. Wo komme ich hier hoch? Nicht ganz, nicht ganz. Na, komm, komm. Sitze fest. Gerade sagen, fest sitzen gibt's hier nicht. Gibt's nur Gas geben und vorankommen. Wäre ja schlecht, wenn ich da festsitzen würde. Mit dem grünen Track, mit dem grünen gelben Trecker hätte ich da jetzt festgesessen. Da käme ich jetzt nicht mehr raus. Ich würde sagen, von dem jetzt bald zusammengesparten Geld werde ich mir definitiv eine neue Zugmaschine anlegen. Aber diese kostet, ich glaube, 352.000. Das ist im Vergleich zu diesem Trecker und im Vergleich zu meinem anderen Panzer. Und keine Mod. So, da kommt Keller. Mal rausziehen und schnappen uns das nächste Silo. So. Ein schönes Interieur. Sehr detailgetreu, sehr detailliert, aber nicht funktionstüchtig. Jetzt muss ich mal gerade nachgucken. Welches Silo
ist noch gefüllt. Weizen, Körner und Zuckerrüben. Deren wir heute alle. Ich versuche es zumindest irgendwie zeitlich reinzuführen. So. Aber ich gehe Weizen komplett rein. Ich habe so ein gutes Gefühl. 10. Das könnte eng werden. Oh, 92%, also der ist voll. Das sind zu 92% gefüllt. Krass. Das ist krass. So, wir fahren gerade hier raus. Wow. Traktorfahren muss ich noch üben. Aber ich fahre ja auch mit Tastatur. Das ist wesentlich anspruchsvoller. Mit Lenkrad oder bestimmten Geräten oder bestimmte Hardware wäre das Ganze natürlich wesentlich einfacher. Aber wir gehen hier mal trotzdem mit dem hier auch mit Tastatur Vollgas voraus. Auch hier so kann ich fahren, auch so können wir fahren. Und ich liebe diesen Traktor. Ich liebe den. Er ist blau. Er ist alt und er ist im Vergleich zu dem anderen leistungsstärker, was ich zu 100% befürworte. Auch wenn ich hier so ein bisschen fahre wie so ein besoffener Treckerfahrer mit gefühlt 5 Promille im Blut, was schon unrealistisch klingen mag. Jetzt gucken wir uns die ganze Außenperspektive an, wie ich hier rumrase. So fahre ich hier durch. So fahre ich Traktor. Genau so. So fährt man Traktor. Und nicht anders. So. Dann haben wir den ganzen Mist hier auch nochmal ab. Na komm, es gibt Gas. Rückwärts. Komm. Na. Wird das aber schön ab hier. Wunderschön. Da kommt das ganze Geld. Machen wir wieder zurück und laborieren uns das nächste Silo. Genau. Kriegen wir wenigstens gleich noch in diesem Part die Silos alle gelernt. Wäre ich zumindest schon mal sehr zufrieden. So. Ah ja, das Ding geht auch ganz schön springen heute. Ne? Hier komme ich gut durch. Ich bin ein Flummi, nein! Komm! Du bist kein Flummi! So, er geht springen und... Krass! Also... Das kann leichte blaues, kann leichte Schmerzen geben, das kann blaue Flecken verursachen. Bitte nicht mit dem eigenen Traktor nachmachen, das wäre nicht zu empfehlen. Es könnte auch einen kleinen Blechschaden hinterlassen.
Io. So. Gehen wir mal weiter ernten. Genau, ernten. Wir ernten die Lager. Ich noch die restlichen hinkriege. Ich möchte das zeitlich unter 5 Minuten am besten schaffen. Das wäre natürlich am besten unter 5 Minuten. Ne? Und ich frage, ob ich das hinbekomme. Nein, es kommt. Vor mir halt Ewigkeit intensiv ist und ich will auch nicht ewig dran hängen und bleiben. Ah komm, das Lager holen wir nochmal, das war's noch später. Und jetzt ist auch das hier. Ich will das Ding da entleeren. Erstmal herausfinden, wieder wie man das Zeugs da einlädt. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das ging bei dem hier. Ach du, wie ging das nochmal? Krass. Ah, guck mal an, da lädt sich auf. Kommt, rein mit euch Kartoffeln. Na, was auch immer ich da gerade auflade. Könnten auch Zuckerrüben sein. Ich habe gerade keine Ahnung. Wir gucken in unser Lager rein. Ja, steht ja alles drin. So. Ja, es waren die Kartoffeln. Können wir die mal gleich wegfahren. Krass. Wir haben Kartoffeln entdeckt. Jetzt können wir Pommes machen. Ach nee, komm, lassen wir. Ich gebe einfach Vollgas voraus. Querfeld ein. Ich halte nicht an Verkehrsregeln, außer im echten Leben natürlich, aber hier im Spiel mein auf den Verkehrsregeln, ja. Das werde ich mir kaufen, jetzt auch bald, können wir noch ein bisschen mehr sehen, damit auch ich zufrieden bin. Aber erst muss dieses Silo entleert werden. Ui, der Sprung ins Glück. So, gehen wir direkt von Teil hier runter. Und die Sicht gerade unten aus. So. So geht's doch eher. Diese Abkürzung wird auch nie langweilig, da sehen wir immer was Neues. Ei, komm schon! Egal die Uhr. Wie viel so ein Betrunkener hier, der den Führerschein im Auto gemacht hat. So. Komm da raus. Rückwärts, 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 rückwärts. Rückwärts. Andere Leute wollen nachher noch wegfahren. So, geht doch.
suchen wir uns noch das nächste Silo. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Krass, dann haben wir es auch geschafft. Noch ein Silo und sie sind alle geleert. So. Cool. Ja, was heißt ein Silo? Ich meine, ein Lager und so, das zu kochen Lager. Solange jetzt nichts weiteres passiert. Wow. Wow. Okay, da kam ein Träger hier, oder wie? Was? Auf jeden Fall gut. Warum haben die solche Träger nicht anreingebracht ins Spiel? Wäre doch total sinnvoll gewesen. Ich meine, Nostalgie. Das sind schöne Tricker. Naja, man kann ja nicht alles haben. Ne? Auch nicht in Spielen von Giants. Ja, ja. Guck mal, da kommt einer zu einer raus. Überhole ich den, soll man den überholen? Überholen wir. Dann überholen wir. Den kriege ich noch, den kriege ich noch. Aber den kriegen wir noch. Ach nee, der ist abgewogen, schade. Tja, auch schon ein schöner Traktor hier. Ein ganz süßes Stück. So, hinter den Silos vorbei. Mal fahren. So, die letzte Fracht für heute. Zuckerrüben, und dann haben wir sie alle. Gott sei Dank. Komm schon, renn mit dir. Das dauert mir zu lange. Komm schon, Rübe. Rübe, komm, yay. Sie sind gefüllt. Na, endlich. Also, ebene Info. Verstempelt. Sämaschinen können Sie gegen Bares bei diesen Paletten füllen. Beim Gartencenter und beim Landhandel finden Sie weitere Stellen zahlen. Okay. Okay, ey. Was? Oh, sind ja schon voll. Oh, voll detailliert, ey. Richtig geile detaillierte Rüben, ey. Boah. Ey, das ist auch mal eine richtig nice Ansicht, ey. Unterbodenkamera. Geil. Ach, ja. Man die noch weg und dann beenden wir den Part. Leider vom Aufgabenfeld heute etwas einseitig, aber gut. Das ist halt das Landwirtschaftsleben, ja. Da gibt es mal einseitige Aufgaben. Boom. Ui. Oh mein Gott. Also, Trecker fahren kann ich. Die Sprünge ins Glück. Ich glaube, wir haben schon mal einen schönen. Ich weiß schon mal definitiv, was ich als Thumbnail nehmen werde: einen Traktor im vollen Element einspringen. Das passt doch perfekt. So. Die schöne Sicht, die Außensicht hier. So. Packen wir den noch da rein. Und der.
Ja, und fahren genau auf den Zug drauf. So, dann ist leer. Fahren wir noch zurück zum Hof oder beenden wir hier fort? Ach, bevor der Fahrt zu lang wird. Wir fahren den Trecker noch zurück zum Hof und dann würde ich sagen, beenden wir diesen Part für heute. Wir haben ja einen relativ langen Part von 20 Minuten, bin ich lang genug. Irgendwann hat man auch keinen Bock mehr. Vor allem, da ich die Videos ja schön in der Nacht aufnehme, ne? Andere schlafen, von einem keine Bäume ins Weg springen. Naja. Trecker, Gas. Also ihr könnt mir gerne mal Tipps geben, was ich so in den Videos mal erzählen soll, ob ich irgendwas zu meiner Person sagen soll, irgendwelche Themen behandeln soll. Ihr könnt mir gerne irgendwelche Themen in die Kommentare schreiben, was immer ihr möchtet, worüber ich sprechen soll, meine Meinungen äußern soll. Oder ein komplett separates Video zu einem bestimmten Thema machen soll, wie so eine Art News-Video, nenne ich es mal. Wie ich es in meiner Playlist Yoshi's News Network habe. YNN, kurz. Nicht, bloß nicht abgekupfert von der CNN. Also, nein. Ich weiß nicht, von was wir sprechen. Nein. Halt sogar der Traktor, nein. Ich weiß gar nicht, von was ihr redet. Sie nennen Beine noch. Kein Unterschied. Keine Kopie. Man könnte gerne mal mit so ein paar Anregungen und Tipps geben. Ich bin für alles offen. So, schreibe runter. Finger weg. Ich glaube, ich habe die Sämaschine geraumt. Egal, kann man hier umstellen. So. Guck mal, vielleicht kann ich ja die Sämaschine umstellen. Zack. Packen wir den Trecker noch ein mit Vollgas. Nehmen wir unseren schönen grünen hier. Ach, ich liebe ihn. Ja, mit dem schönen Dicht. Und dem Blinker hier vorne. Ist doch schön. Und im Prinzip doch so groß wie der grüne hier. Also, oder gelb-grün. Ein großer Unterschied. Cool. Na komm. Genau. So. Da stehen so unsere Treckerlis. Und die ganzen Wagen. So, dann war's das heute mit diesem Part. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Denn ja, wisst ihr, was zu tun ist? Aber auf freiwilligen Basis. Ich zwinge hier keinen zu etwas. Dann wünsche ich euch auch einen wunderschönen Tag, Mittag oder Abend. Bis dann und ciao, euer Yoshi Gaming.